Hallo zusammen, herzlich willkommen zu RecoPlay. Wie seht ihr, der Kevin heute wieder an meiner Seite. Das heißt, Hallo. Es geht wieder ein bisschen sportlich zu. Allerdings heute nicht mit Bällen und auch nicht mit quietschenden Reifen. Sondern Kevin, was machen wir heute? Genau, heute nehmen wir unseren Puck zur Hand, weil es ist so heiß. Wir gehen ein bisschen aufs Eis, um es ein bisschen abzukühlen. Genau. Und Puck, ist das nicht auch so eine Figur bei Shakespeare im Sommernachtstraum? Irgend so ein Kobold, der Unruhe stiftet immer? Ich kenne Puck als Figur, aber ich kann es im Moment nicht zuordnen. Also um den geht es jedenfalls nicht heute. Es geht flacher, glaube ich. Es geht heute um unser Niveau. Um Eishockey, genau, wie unser Niveau. Und wir schauen uns heute mal das Spiel Super Hockey hier an für das Super Nintendo aus dem Jahr 1993. Und das Interessante ist eigentlich nicht die europäische Version, die wir jetzt hier haben, sondern eigentlich sogar die amerikanische. In Japan ist das Spiel ja gar nicht rausgekommen. Aber die amerikanische, Kevin, wie hieß die? Die hieß NHL Stanley Cup. Genau, und da merkt man schon, das ist ein halb lizenziertes Spiel, ja. Denn man durfte das Logo der NHL verwenden und auch die ganzen originalen Teamnamen und den Stanley Cup natürlich, weil das Spiel auch so heißt. Richtig. Allerdings, was darf man da nicht oder was durfte man nicht benutzen? Die Spielernamen haben sie nicht benutzt, quasi, weil sie einfach keine Vereinbarung, keine Rechte mit der NHLPA, also mit der NHL Player Association quasi hatten. Ja, wie ist das? Das ist einfach getrennt geregelt, auch von den Lizenzen her. Ja. Ne? Also ähnlich wie bei der FIFA ja auch, wo jetzt nicht, wenn man sagt, man hat FIFA, dann sind alle Vereine da irgendwie drin, sondern das gibt irgendwelche. So war es zumindest mal. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, weil jetzt, wenn du die NHL-Spieler hast, hast du meistens eigentlich, also wenn du Originaltitel hast, wenn du quasi das NHL-Logo und Stanley Cup benutzen darfst, hast du auch die Teams und die Namen quasi drin, so wie es bei der Reihe von EA quasi einfach auch ist. Genau, und die europäische Version, die wir jetzt haben, die ist tatsächlich komplett lizenzlos. Das heißt, hier sind irgendwelche völlig frei erfundenen Teamnamen. Ich glaube, die New York Skyliner oder sowas, wie sie heißen. Also die haben quasi wirklich nur die Stadt so gelassen, aber den Beinamen quasi komplett verändert, das Logo komplett verändert, das NHL-Logo komplett verändert. Richtig. Wenn du da nicht genau hinguckst, könntest du meinen, es wäre es, aber es ist quasi einfach so ein abgestumptes Fake-Ding, was ein bisschen ähnlich aussieht und einfach komplett andere Buchstaben irgendwie hat. Sieht auch irgendwie aus wie WPL oder irgendwie sowas. Also man kann es auch gar nicht richtig erkennen, weil es irgendwie auch so komisch gepixelt ist. Ich glaube, so war es auch gedacht, richtig. Genau, aber es soll halt angelehnt natürlich irgendwie daran sein. Aber wie gesagt, Lizenz war für Europa da nicht vorhanden. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal von dem Originaltitel ausgehen, Stanley Cup, Kevin, da darfst du jetzt dein komplettes Fachwissen die nächste halbe Stunde raushauen. Genau, leg dich mal ein bisschen hin. Denn über das Ding gibt es jede Menge zu erzählen. Was ist denn der Stanley Cup? Über das Ding kannst du gefühlt, glaube ich, wahrscheinlich 2 Stunden erzählen, wenn du da alles raushauen willst. Stanley Cup ist die größte oder wichtigste Trophäe im Eishockey auf der Welt, kann man sagen, weil NHL ist einfach die größte Eishockey-Liga der Welt. Die Liga, wo eigentlich jeder hin will, wenn er klein ist, ein Eishockey-Spiel davon träumt, ist die Trophäe, die quasi der sogenannte Lord Stanley damals gestiftet hatte im Jahr. Lord Stanley of Preston, noch seines Zeichens Generalgouverneur von Kanada. Korrekt. Im Jahr 1892 gestiftet. Ja, genau. Und ist, glaube ich, sogar die älteste im US-Profisport überhaupt. Ja, ne? Also es gibt, glaube ich, gar keine frühere Datierung auf irgendeinen Cup oder irgendein Profil. Über irgendeine Trophäe, wollte ich sagen. Genau. Auch das stimmt. Ja, das stimmt auch. Genau. Auch da, Das Gehirn ist gerade wieder schneller als die Zunge. Kein Problem. Genau, also 1892 das erste Mal ins Leben gerufen. Ja, damals für schlappe $50 ungefähr, die er bezahlt hat. Was ist das Ding heute wert? Also heute hat es einen Wert von 75.000, wobei sie auch schon geschrieben hat, die $50 inflationsbedingt umgerechnet werden, es wohl jetzt irgendwie $1.000. Aber damals hat er $50 für das Ding bezahlt und heute ist es 75.000 wert. Man muss halt auch sagen, es ist auch seitdem ein bisschen größer geworden. Damals war es einfach so eine Schale mit so einem kleinen Fuß. Heute ist es so, dass du quasi unten quasi immer so Ringe machst um den Pokal. Warum, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber das Ding wird halt immer größer und hat inzwischen, ich weiß gar nicht, was Gewicht ist, aber du hast quasi, wenn du, die halten das Ding wirklich so über den Kopf, also es hat quasi diese Größe auch, also das ist Wahnsinn. Riesig. Ja, auf jeden Fall. Genau, damals noch gestiftet, aber eigentlich an Amateurvereine in Kanada. Erst war, glaube ich, der Montreal Hockey Club, der das Ding verliehen gekriegt hat, ein Jahr später, 1893 dann. Genau. Und ab 1906, glaube ich, das erste Mal an Profimannschaften. Genau. Und seit 1926 dann jetzt in der NHL. Genau. Aber, und das fand ich total spannend, weil ich das überhaupt nicht wusste, dieser Cup gehört nicht der NHL, sondern den haben die tatsächlich nur ausgeliehen. Der wird von irgendwelchen Treuhändern wohl verwaltet. Und die NHL bestimmt da einfach so einen Keeper sozusagen, um den Holy Grail heißt er ja auch. Genau, irgendwie. Der Heilige Gral, Der dann quasi immer auf das Ding aufpasst. Ja, weil der geht ja auf Reisen, auch da kommen wir gleich nochmal dazu. Und dann gibt es quasi 5 Hüter des Cups quasi. Ach, 5 sogar, okay. 5, ja, sonst kannst du das irgendwann zwar nicht mehr managen. Es gibt wohl einen Haupt Hüter, nenne ich es jetzt mal, bei Insta gibt es so bis zu 5 Mitarbeiter, die sich quasi um den Cup kümmern und auch mit dem auf Reisen gehen. Sehr cool. Warum, kommen wir gleich nochmal dazu. Genau, und es gibt ja insgesamt, glaube ich, 3
Versionen dieses Cups. Es gibt genau. ja den Original-Cup, es gibt den Presentation-Cup und es gibt den Permanent-Cup, ja, glaube ich, irgendwie. Ne? Genau, der Hintergrund ist, den Original-Cup, der ist irgendwann vom Material so dünn und so brüchig geworden, dass er quasi einfach, ja, dass einfach die Gefahr zu groß war, dass er irgendwann komplett kaputt geht. Man hat sowieso einige Schäden im Laufe der Zeit schon genommen. Mhm. Aber deswegen haben sie... ich weiß gar nicht, 30er, 40er oder 50er, 60er Jahre, ich bin mir gerade das Jahr nicht mehr sicher, haben sie damals erstmal eine Kopie davon erstellt, um den quasi vergeben zu können. Die Original ist dann quasi ins NHL Museum gekommen und die Kopie quasi ist dann quasi immer weitergeführt worden. Und dadurch, dass der Cup seit 1994 an das Siegerteam, also er wird jedes Jahr an das Siegerteam übergeben, aber das Siegerteam darf seit 1994 den Cup quasi jedem Spieler für einen Tag mit auf Reisen geben. Und dadurch, dass der Cup dann 100 Tage auf Reisen ist, ist das NHL-Museum leer. Deswegen haben sie gesagt, okay, wenn da Leute hinkommen, wollen Fotos machen, muss ein Cup da sein. Ja. Deswegen haben sie quasi nochmal eine Replika davon erstellt, das quasi dann im Museum steht oder quasi das da steht, solange der andere Cup quasi auf Reisen ist. Und der geht dann aber konform mit dem aktuellen Cup. Also der Originale wird nicht mehr angefasst, der ist irgendwann fertig gewesen, steht jetzt da als Original noch. Genau. Und der andere wird aber auch genauso wie der Presentation Cup, der jetzt weitergereicht wird, auch immer wieder modifiziert. Richtig, richtig. Okay. Und der andere war, wie gesagt, 93 erstellt worden. Das heißt, da sind Jahre davor gab es noch ein paar andere Fehler, wo wir auch nochmal drauf zukommen. Die sind auf dem logischerweise dann auch noch drauf. Ja. Auf diesem, wo jetzt quasi noch im, als Original da drin quasi im Museum steht. Mhm. Genau. Aktueller Champion sind die Colorado Avalanche, glaube ich. Und der Rekordmeister sind die Montreal Canadiens mit, ich glaube, 24 Siegen. Ja. Sogar mit weitem Abstand. Der nächste wären, glaube ich, die Toronto Maple Leafs mit 13 Siegen oder irgendwas. Also das ist schon, die haben schon das Ding ziemlich oft gewonnen. Ja, wobei man sagen muss, Toronto hat letztes Mal vor 50 Jahren das Ding gewonnen. Das heißt, da ist die Gier nach dem Cup sehr groß und Montreal war das letzte Mal 1993. Okay. Die waren also in den früheren Jahren Rekordchampion, in den letzten Jahren aber leider nicht mehr so oft und gerade das kanadische Herz blutet immer wieder sehr, weil der Cup jedes Jahr in die USA geht mit den besten Spielern aus Kanada, die dann bei den Vereinen spielen, aber er kommt halt nicht mehr in das Land des Eishockeys nach Kanada, sondern bleibt quasi immer in den USA in letzter Zeit leider. Ja, wie funktioniert das jetzt ganz genau? Weil wir haben ja schon gesagt, das Ding ist riesengroß und hat ja bestimmte Ringe und bestimmte Abschnitte. Was ist denn da alles so drauf zu lesen? Genau, also auf dem Cup ist so gewesen, dass immer die Sieger eingraviert wurden und auch die Spieler sowie Besitzer quasi werden auf diesen Ringen quasi eingraviert. Das heißt quasi, sofern du eine gewisse Anzahl an Spiele gemacht hast, eine Hauptrunde, also mindestens 41 von 82 sind es jetzt, oder ein Spiel in der Finalserie, dann darfst du oder wirst du, wenn du gewonnen hast mit deiner Mannschaft auf den Cup, mit Namen verewigt. Okay, also selbst wenn du den eigentlichen Cup gar nicht gewonnen hast. Doch, du musst ja du musst ja mitgespielt haben. Ja, ja. Also wenn du in den Playoffs zum Beispiel nicht dabei warst, aber dann 50 Spiele für die 41 Spiele gemacht hast, weil du verletzt warst, weil du zu schlecht warst, kommst du immer wieder auf den Cup drauf. Wenn du das meinst, hast du vollkommen recht. Und da wirst du halt jedes Jahr verewigt. Und das kannst du dir vorstellen, seit 1926 sind das ein paar Ringe. So ein paar, und ein paar Gravuren, die da drauf sind. Deswegen wird das Ding auch, also so ein Band quasi, alle 13 Jahre glaube ich, ausgewechselt. Sonst wäre das Ding noch größer inzwischen. Ja, genau, ja. Und der hat auch jede Menge, haben wir schon gesagt, Reisen hinter sich. Ja. Kurioserweise darf man bestimmte Sachen nicht mit dem Cup machen. Man darf ihn zum Beispiel nicht mit ins Striplokal nehmen oder ins Spielcasino, glaube ich. Aber dafür ist, ich sag mal, ich glaube, so salopp gesagt, bis auf das Ding als Toilettenschüssel zu benutzen, ist, glaube ich, alles damit erlaubt. Also steht zumindest nicht, dass es jemand gemacht hat, aber alles andere hat man quasi schon gelesen. Ja, also wie gesagt, seit 1994 darfst du das Ding quasi als Spieler einen Tag mitnehmen dann vom Verein. Es ist immer ein Hüter des Cups dabei, um so ein bisschen die Form einzuhalten, dass das Ding nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Ding war schon im Kino als Popcornschüssel für die Kinder, das war schon auf einer Achterbahn, das wurde schon zur Taufe benutzt, das wurde schon als Futterdruck für den Hund benutzt, als Müsli-Schale. Der Kentucky-Derby-Sieger hat schon drauf gefressen. Es war in der Achterbahn, es war schon in der Sauna, ich weiß nicht, was ich noch... Pool, glaube ich, irgendwas. Ja, das war auch geil. Kartbahn oder genau, auf der Kartbahn im Swimmingpool 1993, die Montreal Canadiens beim letzten Triumph, haben das Ding im Pool geworfen und Guy Carbonneau hat dann wohl so gedacht, so, oh, okay, der schwimmt gar nicht. Und er war dann irgendwann am Boden vom Pool. Das Ding, die mussten ihn dann wieder hochholen. Also es gibt schon schöne Sachen. Ich glaube, der wiegt ja jetzt auch nicht gerade wenig inzwischen. Ich weiß nicht mehr, wie genau das Gewicht ist, aber das Ding ist schon schwer. Weil auch wenn die gerade jetzt in diesem Jahr
der Cup nimmt ja immer wieder Schäden. Ja. Der erste Schaden diesem Jahr war vor dem Meisterschaftsfoto. Es ist immer so, dass der Kapitän bekommt das Ding normalerweise als erstes verliehen, dreht seine Runde auf dem Eis, gibt dann nächsten Spiel weiter, nächsten Spieler weiter, Entschuldigung. Ja. Und wenn die alle ihre Runden gemacht haben, machen ihr Foto. Und bevor sie das Foto gemacht haben, ist dieses Jahr schon der erste mit dem Ding aufs Eis geschlagen, ist schon die erste Delle drin. Also der hat schon einiges mitgemacht, der könnte, glaube ich, Bücher schreiben, was er schon alles erlebt hat. Und hat schon schwer gelitten. Man muss aber dazu sagen, die Schäden, die an dem Cup entstehen, für die Schäden ist dann die Mannschaft selbst verantwortlich, die wieder auszubügeln quasi, oder zu bezahlen. Dass richtig, wieder in den Urzustand sozusagen zurückversetzt wird. Richtig, ne? Und ansonsten hast du mir noch eine lustige Geschichte erzählt, dass das Ding direkt im ersten Jahr, 1926, wo es in der NHL gewesen ist, irgendwie eine Mannschaft direkt am Straßenrand vergessen hat an der Autopanne. Das hat einen guten Einstand gehabt. Die Montreal Canadiens, da haben wir es schon wieder, haben das Ding irgendwie, wir sind damals mit den Autos noch zu der Siegesfeier gefahren, hatten wohl irgendeins von einem Besitzer, hatte wohl das Auto im Platten gehabt, mussten einen Reifenwechsel, Cup war leider im Kofferraum, alles rausgeräumt, um ans Ersatzrad zu kommen, Reifen gewechselt und weitergefahren. Und auf der Siegesfeier haben sie auf einmal gemerkt, so, Mensch, wir hatten nur eigentlich heute Morgen Cup gewonnen, da wissen gar nicht mehr, wo der hin ist. Der stand dann zum Glück wohl noch am Straßenrand, wo sie ihre Panne hatten. Also es sind einige Dinge. Genauso war immer ein Montreal Canadiens Fan, wollte das Ding mal klauen, weil sie das Finale gegen die Chicago Blackhawks verloren haben und kam damit sogar bis kurz vom Ausgang von dem Stadion, bis ein Polizist gesagt hat, so, Moment, ich glaube nicht, dass ich mit dem Ding hier rausgehe. Das gehört Ihnen, glaube ich, genau. Nicht. Also es ist, dieses Ding hat, es ist faszinierend, was das alles schon für Geschichten erzählen könnte, der Cup. Also es ist Wahnsinn. Genauso faszinierend sind die Fehler, die eingraviert wurden in der langen Historie, oder? Hier sind einige Namen einfach mal doppelt drauf. Ja. Also quasi, wo dann der Nachname mit N und ohne N geschrieben wurde in den frühen Jahren. Oder, oh, das muss ein anderer Spieler sein. Ja? Schreiben wir den auch nochmal drauf. Ja, der genauso Jacques Blant, ehemaliger Torhüter, der ist, glaube ich, mit insgesamt 5 verschiedenen Vornamen. Also einmal mit J-A-C nur geschrieben, dann Jacques und dann, also 5 verschiedene Arten von dem Vornamen drauf. Dann sind unmögliche andere Schreibfehler von die Boston Bruins zum Beispiel, wurde das Boston beides nicht mit O, sondern mit Q geschrieben. Also ich kann es überhaupt nicht aussprechen, wie ich es dann halten würde. Also da muss auch derjenige, der graviert hat, komplett irgendwie daneben gewesen sein oder mit auf der Feier gewesen, ich weiß es nicht. Die Toronto Maple Leafs hießen mal nur die Toronto Maple Leafs, also da hatte das F gefehlt. Echt unglaublich, oder, dass sowas passieren kann. Die New York Islanders in einem Jahr, da fehlte bei dem Islander das S, dann war es die New York Islanders. Und also es sind lauter so Dinge, wo die Namen falsch sind oder einfach Fehler gemacht wurden, die einfach dann erst drin gelassen wurden. Das krasseste ist wahrscheinlich 84, was glaube ich, von Edmonton, hat der Besitzer einfach den Namen von seinem Vater mit drauf machen lassen. Wo ja nichts mit dem Team zu tun hatte, dachte, naja, vielleicht merkt es keiner. Und seitdem sind auf der Originalversion quasi ein Feld mit 16x quasi drauf, wo der Name einfach ausgeixt wurde. Also ich sagte, über den Cup könntest du so viel erzählen, wir könnten den Abend füllen, glaube ich. Wahnsinn. Nicht schlecht. Ja. Ja, dann kommen wir mal zum Hersteller des Spiels. Das ist die Firma Sculpture Software. Die ist uns ja auch schon ein Begriff durch diverse Wrestling-Spiele, die wir gemacht haben. Die gab es von 1985 bis 2002, wurden gegründet von George Metos, Peter Adams und Brian Brandenburg. Klingt sehr deutsch irgendwie, der Name, aber... Brandenburg! Vielleicht hat er ja irgendwelche deutschen Vorfahren, man weiß es nicht. In den USA ja ganz oft. Genau, ja. Und die waren sehr, sehr erfolgreich in ihrer langen Zeit, diese Spiele entwickelt haben, sowohl für die Portierung von Arcades auf die Heimkonsolen, aber auch mit original eigenen Spielen, die sie gemacht haben, wurden 1995 dann von der Firma Acclaim übernommen. Das ist ja nicht gerade unbekannt. Kreis, genau. Ja. 2 Jahre später wurden sie dann umbenannt in Iguana West und wieder 2 Jahre später wurden sie nochmal umbenannt in die Salt Lake, also Acclaim Studios Salt Lake City. Das geschah dann so im Zuge von verschiedenen Namensumänderungen. Also die meisten Acclaim Studios wurden dann in Acclaim Studio London, Acclaim Studio, weiß gar nicht mehr, was es noch alles gab. Jedenfalls alles so einheitlich irgendwie umbenannt. Ne? Schließt sich ja auch wieder der Kreis zum aktuellen Stanley Cup-Sieger. Salt Lake City. Ja, genau. Sehr gut. Passt zwar gerade nicht, aber okay. Das macht nichts. Hast du schön eingeworfen. Ja. Genau, und 2002 wurden sie dann aufgelöst aus Kostenspargründen. Da war Acclaim dann schon so anscheinend ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Wurde die Firma aufgelöst und die diversen Mitarbeiter wurden dann auf die verschiedenen anderen Firmen irgendwie aufgeteilt. Das hat dann aber auch nichts mehr gebracht, weil 2004 ist dann Acclaim endgültig bankrott gewesen und dann wurde alles zugemacht eigentlich. Also... Ja, und die Sculpture Software hat jedenfalls jede Menge Spiele gemacht, die man kennt. Das haben wir euch hier schon mal vorgestellt. Super
Stars 2, WWF Super Stars 2 für den klassischen Game Boy. Sehr cooles Spiel, hat Spaß gemacht. Nicht ganz so gut wie der erste Teil, aber trotzdem sehr cool. Dann das allererste Spiel, was wir beide zusammen aufgenommen haben, hier WWF Raw für das Sega Mega Drive. Eigentlich, das ist über 4 Jahre her. Ja. Gott. Eigentlich fast das beste Wrestling-Spiel für den Mega Drive, finde ich. Also das ist wirklich richtig cool. Dann hier von haben wir euch den ersten Teil schon mal vorgestellt. Legends of Wrestling, auch von Sculpture Software. Die haben aber nicht nur Wrestling-Spiele gemacht, sondern die haben auch die fantastischen, mal gucken, dass ich hier irgendwie mit einer Hand gehalten kriege, die fantastischen Super Star Wars-Spiele fürs Super Nintendo gemacht. Also Super Star Wars, Super Empire Strikes Back und Super Return of the Jedi. Alles ganz fantastische Action-Plattformer. Werden wir uns mit Sicherheit hier auch irgendwann nochmal anschauen dann. Ja, Kevin, bei Superhockey, was haben wir denn jetzt für eine Spielmechanik oder wie läuft das Spiel denn so überhaupt ab? Was gibt es denn so für Spielmodi und so weiter? Wir haben die ganz normale Exhibition, also quasi das ganz normale Standardspiel, sage ich mal. Eins gegen eins oder eins gegen Computer. Ja, ja, genau. Ist ja auch eins gegen eins. Ja, genau, aber in dem Sinne heißt es ja nicht eins gegen eins, in dem Sinne, aber ja, ist vollkommen richtig. Eins Spieler gegen eins Computer. Genau. Wir haben eine ganze Saison, die du logischerweise bei den NHL-Spielen immer spielen kannst. Sau viele Spiele. Die da 84 oder irgendwas. Ich habe gerade überlegt, es waren ja da noch weniger Mannschaften. Ich glaube, 84 Spiele waren es damals sogar, weil Mint sind es ja 82 Spiele bei 32 Mannschaften. Damals waren es noch weniger Mannschaften. Mhm. Aber kommt hin, also über 80 Spiele auf jeden Fall, was halt sehr, sehr lang ist. Deswegen gibt es hier einen Batteriespeicher in dem Modul. Das heißt, man kann das auch speichern zwischendurch. Auf jeden Fall notwendig. Dass wir keine am Stück durchspielen. Ja, und du kannst eine Playoff-Serie spielen, also quasi ein Best of Seven, wo du quasi 4 Siege brauchst, um quasi die Serie für dich zu entscheiden. Genau, das hat man ja auch schon mal gesagt, das ist ja Standard eigentlich auch dabei in der amerikanischen Sportart eine bessere. Gibt es ja in dem Basketball zum Beispiel auch, ne? Weil eine Best of Three, klar, das kann mal irgendwie so tagesformabhängig sein, dass man jetzt mal 2 Matches gewonnen hat, eins nicht, aber eine Best of Seven ist dann schon okay. Also wenn ihr 4-mal gegen das andere Team gewonnen habt, dann scheint das schon so zu sein. Genau, die sagen, bei Best of Seven setzt sich eigentlich die Qualität immer durch, weil du wirklich 4 Siege haben musst und das wird bei Best of Seven mit Glück irgendwann dann schwierig. Ja, genau. Ja. Vollkommen richtig. Ansonsten haben wir aber ein, ich sage jetzt mal, reines Eishockeyspiel ohne irgendwelche Trading-Sachen. Also man hat jetzt nicht so einen Simulationsaspekt, dass du zwischen den Mannschaften traden kannst, dass die bestimmte Statistiken irgendwie erfüllen oder der eine ist besser im Schlagen, andere im Abwehren oder sonst irgendwas. Das gibt es hier nicht. Das ist also sehr Arcade-Casual-mäßig gemacht, dass man da einfach schnell spielen kann und schnell irgendwie einen Erfolg hat. Ansonsten das ganz Besondere von diesem Spiel hier ist tatsächlich, dass Mode 7 vom Super Nintendo hier exzessiv genutzt wird. Das heißt, die Kamera ist dauerhaft hinter dem Spieler, der im Puckbesitz ist. Das heißt, das wechselt sich sehr, sehr häufig. Mhm. Ja, je nachdem, wenn der Gegner halt den Puck abgenommen hat, dann dreht sich ganz schnell die Kamera um 180 Grad und wir laufen in die andere Richtung. Und auch wenn wir uns zur Seite drehen, dann dreht die Kamera auch direkt immer mit. Also man ist wirklich wie im Geschehen einfach mittendrin die ganze Zeit. Habe ich so bei keinem anderen Sportspiel bisher gesehen. Ich weiß nicht, wer da was anderes kennt vielleicht, was das auch unterstützt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also wie gesagt, das war jetzt bei mir das Erste, was ich so gesehen habe. Kann ein bisschen verwirrend am Anfang sein. Also man muss sich ein bisschen darauf einlassen, bis man da zurechtkommt. Aber das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Nach einer Zeit finde ich es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also am Anfang fand ich es erstmal ungewohnt, die ganze Zeit dieses Hin und Her, weil der irgendwann auch schwindelig wird dann. Genau. Ja. Gerade wenn der Puck die ganze Zeit hin und her geht irgendwie. Ja, der wie gut mal spielt oder wie schlecht. Das stimmt, es liegt in deiner eigenen Hand quasi. Ja, im wahrsten Sinne. Ich finde es eigentlich ganz cool so, muss ich sagen. Ja, definitiv. Ansonsten haben wir hier auch schon sehr viele verschiedene Techniken drin, finde ich. Also man hat ja einmal den Handgelenkschuss, man hat auch den Schlagschuss, man kann auch einen angetäuschten Schlagschuss machen und danach hat man vielleicht das Glück, dass der Torhüter versucht gerade hinzuhechten und dann kann man doch nur so einen Handgelenkschlag da reinmachen. Ne? Man kann in der Defensive auf 3 verschiedene Arten Checks heißen sie, glaube ich, beim Eishockey. Ne? Genau. Moment. Hüftcheck, ein Shoulder-Check und der, was ist denn der Poke-Check? Poke-Check ist, wenn du mit dem Stock versuchst, den Puck so wegzuhauen. Ah, okay. Quasi in los! Ja, das ist ein Stockstich, was du jetzt gemacht hast. Das wäre eine größere Strafe. Mir ist gerade mein Kabel aus der Hose gefallen. Kleinen Moment. Obwohl das nur das Kabel war. Ich gucke nochmal. Also dein Ton kommt immer noch Entschuldigung. An. Dein Lacher hat gepiekt. Das ist wunderbar. Vor lauter Stockcheck fällt mir direkt schon alles hier raus. Das wollen wir jetzt nicht näher hinterher. Genau. Nee, der Puckcheck ist quasi, wenn du den Puck so ein bisschen versuchst wegzuspitzeln, sage ich mal. Wegzustechen ist dann wieder das falsche Wort vielleicht, aber es ist halt so mit dem Schläger nach vorne stechen. Aber schon so, dass man den anderen mit dem Schläger, also mit seinem Schläger auch behindert? Das, ja, du hast ja... Also wäre ja eigentlich normal, dass ich versuche, den Puck irgendwie abzunehmen, ja, oder? Du hast halt quasi einmal so, dass du versuchst, du kannst ja so ein bisschen reinstechen, um den Puck zu nehmen. Ja. Du kannst bei den neueren Spielen, kannst du sogar den Schläger anheben, was ja auch ein echtes, dass du quasi den Schläger anhebst, um selbst in den Puck zu kommen. Ja. Und das ist so der Vorreiter eigentlich quasi davon. Ja, okay.
Ja, die Fachpresse hier war sehr gespalten über das Spiel. Also die Megafan hat dem Spiel 79% gegeben, also eine wirklich richtig anständige Wertung eigentlich. Ne? Also alles, was so in Richtung 80 geht, sag mal, jo, das kann man eigentlich bedenkenlos wahrscheinlich kaufen und spielen. Die Zeitschrift Video Games hat dem Spiel schlappe 23% gegeben, was ich eigentlich gar nicht glauben konnte. Habe mir den Testbericht auch mal durchgelesen. Also ich weiß nicht, ob der Tester von dem Spiel das Ding nicht länger als 5 Minuten gespielt hat, weil der einzige Kritikpunkt war eigentlich tatsächlich die Mode 7 Grafik, dass du die ganze Zeit am Drehen bist, dass sich alles bewegt und dass es einfach sehr unübersichtlich ist. Wie gesagt, wir haben es jetzt auch schon ein bisschen gespielt, das Spiel. Wenn man sich da mal ein bisschen länger mit beschäftigt, dann fällt einem das jetzt nicht mehr so ins Gewicht. Also man kommt da schon durchaus zurecht. Und ich fand als einzigen Kritikpunkt deswegen 23%, was halt wirklich, das ist ja wie fast Note 6, kann man, das geht Richtung 5, 6. Ja, da kannst du sagen, dass das einer ist, der wahrscheinlich keinen Bock drauf gehabt hat und deswegen gestört hatte. Also der hat sich gar nicht darauf eingelassen. Also konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Wertung. Überhaupt nicht. Allen Ernstes nicht. Also wie gesagt, sehr schade, weil gerade in der damaligen Zeit verlässt man sich ja manchmal auch auf so Wertungen. Ja, natürlich. Und naja, wie gesagt, war ein bisschen daneben, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, schauen wir mal ganz kurz auf die Coverversion. Wie gesagt, Japan, haben wir schon gesagt, hat keine Version von dem Spiel abbekommen. Und die amerikanische und die europäische, die sind eigentlich fast gleich. Also man hat das weiße Trikot des vorderen Spielers einfach in blaues bei uns hier in Europa oben geändert. Das andere ist tatsächlich gleich geblieben, aber das Logo der Montreal Canadiens hat man natürlich rausgenommen, weil das wollte man nicht haben. Und genauso das NHL-Logo, was auf dem Puck ist. Ich weiß gar nicht, ist auf dem Puck wirklich ein NHL-Logo drauf? Ja. Okay. So nah habe ich den noch nie gesehen, so ein Puck. Also war zumindest immer drauf. Jetzt wird es von Spiel zu Spiel meistens auch angepasst. Ich weiß nicht, ob die Teams ihre eigenen Logos drauf haben. Ja. Aber ja, durchaus. Ja. Aber warum man jetzt hier aus dem weißen Trikot ein blaues Trikot machen musste in der europäischen Version, das erschließt sich mir irgendwie nicht so richtig. Frage, oder? Welches Trikot ist das auf der europäischen Version? An welches ist es angelehnt? Das darfst du jetzt beantworten. Das ist von der Farbe her San Jose Sharks. Ach ja, okay. Weil das sind so genau diese die Teamfarben, dieses Türkis mit den schwarzen, schwarz-grauen Streifen drin. Und wie gesagt, Rot haben wir gesagt, ist Montreal Canadiens. Genau. Von daher, und das Weiße aus der amerikanischen? Boah, das ist schwer, das könnte viel sein. Mhm. Weiß ist ja so eine Standardfarbe für die... Heim? Sie hatten irgendwann die Farben gewechselt. Ich weiß nicht, aber das könnte Toronto gewesen sein, das könnte New York Islanders sein, das ist schwer. Okay, ja. Ja, dann schauen wir doch mal hier. Heiße Action, eiskaltes Powerplay wird hier angeteasert. Eiskalt hätten wir es jetzt auch gern. Es ist heute 33 Grad, liebe Leute. Wir haben ja die heiße Action heute. Genau. Wir haben aber extra den Ventilator für euch ausgemacht, dass ihr nicht so ein lautes Brummen hier hört noch. Das Brummen kommt jetzt nur von uns. Das kommt nur von uns, ja genau. Vergiss alles, was du bisher in Eishockey gesehen hast. Super Hockey auf dem Super Nintendo sprengt alle Vorstellungen. Harte Bodychecks und blitzschnelle Formationen, Kampfgeist und taktische Raffinessen. So und nicht anders muss Eishockey gespielt werden. Schaukampf, das ist die Exhibition in unserem Spiel, Ligasaison oder das Best-of-Seven-Turnier. Super Hockey bietet dir sämtliche Spielmöglichkeiten. Alle im realen Eishockey möglichen Techniken und Aufstellungen stehen dir zur Verfügung. Also Aufstellungen konnte man hier, glaube ich, in dem Spiel nicht verändern, aber okay. Stockschlagen, Superpässe, Handgelenkschüsse, Torschuss antäuschen und jede Menge weitere Aktionen sorgen für heiße Action und eiskaltes Powerplay. Ich glaube, das waren aber auch schon alle, die man machen konnte. So viel mehr gibt es ja. Gut, die Checks noch. Also, aber, ja, okay. Ja, gut. Ja, es ist wieder ganz schön angepriesen, das ganze Ding. Hier kommt es aber jetzt. Dann nicht der Stanley Cup, sondern die World League Hockey Trophäe wartet nur darauf, von dir gewonnen zu werden. Ja. Hast du das Zeug zum Hockey, Craig? Auf jeden Fall. Genau, allein oder gegen einen Freund, es fliegen auf alle Fälle die Fetzen. Das haben wir gar nicht gesehen, gell? So ein richtiges Schlagabtausch gibt es gar nicht. Gell? Kampf meinst du quasi? Ja. Ich habe noch keinen gesehen. Es ist gar nicht integriert eigentlich, ne? Was man ja typischerweise eigentlich so in den 90ern noch gemacht hat in den Eishockeyspielen. Ne? Ja, du hast es heute auch noch, aber nicht mehr so oft, wie es einfach früher war. Ja. Also früher war es ja quasi gang und gäbe. Es geht gesitteter heute zu. Ja, also früher hast du halt auch so Leute dabei gehabt, die wirklich nur darauf aus waren. Ja. Diese sogenannten Enforcer, die nur fürs Kloppen da waren, um den Gegner rauszunehmen oder um das andere Team mal ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Ja. Das hast du heute auch, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es quasi früher war. Ja. Ja, jedes Team mit eigenen Stärken und Schwächen, okay, unglaublich realistische 3D-Grafik im Mode 7 versetzt sich mitten aufs Eis. Das ist ja schon mal gut, dass das hier angeteasert wird. Ja. Also wer weiß,
zu der damaligen Zeit schon, was mit Boat 7 dann gemeint ist. Der konnte schon wissen, okay, das unterstützt das. Das scheint schon mal auf jeden Fall sehr abwechslungsreich zu sein. Ne? Genau, dann hier der batteriegeschützte Speicher. Sichert deine Spiele auch in der knallharten Playoff-Serie. In der Playoff-Serie geht es denn noch. In der Saison ist ja vielleicht wichtiger. Ich wollte gerade sagen, Saison ist ja eigentlich das Wichtigere von den Sachen. Dann, ne? Genau, dann haben wir hier das Modul und die Anleitung, die wir auch reinschauen. Ach so, bevor wir hier reinschauen, wollte ich noch mal, ich habe noch eine alte Club Nintendo-Zeitschrift hier ausgegraben, die mit Kirby's Adventure hier vorne drauf und hier, wollte ich einfach nochmal zeigen, da wird, das ist die Ausgabe Nummer 6, nee, Jahrgang 6, Ausgabe 2, April 1994 und hier wurde entsprechend Super Hockey auch mal beworben, eigentlich mit einem ganz netten Bild hier, das ist so ein bisschen strichzeichnungsmäßig im Hintergrund. Ja, da sehen wir das Cover, allerdings hier lustigerweise wieder ein anderes Bild. Ja, und das lustigerweise hier mit weißem, orangenem Trikot wieder. Und ja. Animiertes Gesicht auch. Und ich lege es gerade mal in der Anleitung daneben, dass man sieht, der Keeper hat eine ganz andere Maske auf hier. Andere und Gesichtsmaske irgendwie, ne? Ja, im Heft könnte man eine Sonnenbrille noch runter. Das wollte ich auch gerade sagen, genau. Aber auch ganz interessant, dass man hier schon wieder ein anderes Cover genommen hat. Keine Ahnung. Ne? Ja. Genau. Vielleicht mal jedes Team darstellen. Deswegen ist er immer der Torwart von den Canadiens. Aber okay. Das kann gut sein, natürlich, ja. Genau. Und zwischendrin haben wir dann immer den Reporter, der einem so irgendwie sagt, wie toll das Spiel irgendwie jetzt lief oder sowas, ne? Ja. Das finde ich ganz cool. Das können wir im Spiel gleich nochmal zeigen mit so einer kleinen Zusammenfassung. Genau. Ja, also genau. Quasi wie so eine Art Sportscenter. Genau, das ist eigentlich echt ganz nett gemacht. Ja. Genau. Und auch die Anleitung ist wirklich nett gemacht, finde ich. Es geht hier los. Allein, dass man hier schon mal das Spielfeld hat, was nochmal mit den einzelnen Buchstaben hier beschrieben ist, was ist quasi. Ne? Also die Bullies hier an der Seite, Anstehkreise heißen sie, und in der Mitte natürlich, genau. Aber finde ich ganz nett. Mhm. Also da kriegt man schon mal so ein bisschen was an die Hand gelegt. Mhm. Das finde ich auch sehr schön gemacht. Hier die Kontrollen, einmal für die Offensive, einmal für die Defensive. Sprich hier den verschiedenen Checks, Hüftcheck, Shouldercheck, Pokecheck. Mit A wechseln wir jeweils hier zum Mitspieler. Mitspieler, genau. Danke. Das war das Wort, was ich eigentlich gebraucht habe. Ich weiß, dass du nie Mitspieler hast, aber ich sag's einfach mal. Mit mir will keiner spielen. Oh. So. Exhibition, auch hier Schaukampf. Weißt du, das ist eine ganz komische Übersetzung. Das sind wieder diese ganz schlimme Übersetzung, aber okay. Genau. Season Play hatten wir gesagt, die 84 Spiele, die man am Stück quasi spielen muss. Ja, stimmt, aber da steht so mit 84. Mit Batterie, Stunden, Speicher haben wir das Ganze. Brauchst du auch, ja. Genau, Best of Seven Turnier, das lässt sich eher noch an einem Abend handeln. Ja. Dann haben wir hier auch Penalties, also die Regelverstöße. Wir haben Line Changes, also Spielerwechsel, die können wir tatsächlich entweder manuell oder automatisch, glaube ich, machen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ausstellen komplett. Oder ausstellen, genau. Die Länge des Spieldrittel können wir hier nochmal einstellen auf 15 oder 20 Minuten. Gucken wir mal, ich würde sagen, wir spielen ein Spiel gegeneinander und ein Spiel mal gegen den Computer, dass wir mal sehen, wie stark ist der denn vielleicht, ne? Ja. Was heißt vielleicht? Der wird schon stark sein. Schon, ja. Haben wir ja gemerkt, von der Torhüter ist irgendwie stark. Und wir sind aber zu doof zum Schießen, kann auch sein. Ja, oder entweder eine Mischung aus beidem. Okay. Das finde ich sehr schön gemacht, hier die Anzeigen. Mhm. Aber man sieht auch hier schon, dass das halt nicht die Originalteams sind, ne? Das hier ist Novenhaven, keine Ahnung. Also es sind jedenfalls nicht die Original-NHL-Teamnamen. Ja. Ne? Genau. Spielfeldübersicht, Instant Replay, Wiederholung kann man hier machen, die Schuss- und Passmöglichkeiten, dann hier taucht über den Spielern hier immer ein Buchstabe auf, hier kann man entsprechend, wer das ist, ne? Center, Right Wing, Left Wing und so weiter, Defender, das habe ich noch überhaupt nicht verstanden hier, auf Zeit spielen, was der dann macht. Wenn du das X noch, das kannst du den Puck in die Richtung schießen, die du gerade siehst. Das ist ein kräftiger Schuss. Ja, das ist Ziel, einfach den Puck weit über das Eis zu schicken, um so wertvolle Zeit zu gewinnen. Das Rausschießen, dass du quasi der Gegner wieder mehr Zeit braucht, um anzulaufen. Aber kommt man da nicht vielleicht mit Icing irgendwie bedrängt? Genau, das ist das Problem. Genau. Deswegen musst du halt wahrscheinlich gucken, dass du aufs Tor schießt, weil wenn er aufs Tor geht, ist ja kein unerlaubter Weitschuss, nur wenn er neben dran geht. Ja. Aber es ist vollkommen richtig, die Bedenken dabei. Ja. Das ist wahrscheinlich damit gemeint, wobei es Wachsinn ist, aber okay. Ja. Genau, dann hier nochmal die verschiedenen Checks, die man in der Verteidigungsposition machen kann. Dann, das siehst du, glaube ich, auch. Ne? Man sieht es nicht wirklich mit dem Poke-Check. Nee, ja, die Screenshots sind ein bisschen klein hier drin dafür. Ne? Genau, den Exhibition-Modus hier nochmal erklärt. Schwierigkeitsgrad. Sportscaster Wrap-Up. Schön. Zusammenfassung, das ist das, was wir eben gesagt hatten, zwischen den Spieldritteln. Das finde ich ganz nett dann gemacht, Der Kollege dann, genau. Dann haben wir hier auch eine Tabelle dafür. Skipping Games, genau, wir können auch in der Liga Spiele überspringen, wenn wir es nicht alle 84 Spiele spielen wollen. Ja. Die werden dann aufgrund der Stärken und Schwächen der Teams vom Computer berechnet, wer denn jetzt vielleicht irgendwie ausgewürfelt, keine Ahnung, wer jetzt das Spiel gewinnen würde oder sowas. Ja. Ne? Die Speicheroptionen hier, wie gesagt,
Saisonende. Genau, da geht es jetzt komplett anders über die Saison quasi. Genau, dann haben wir hier die Best-of-Seven-Serie, haben wir eben ja auch schon mal erklärt. Mhm. 4 Spiele muss man gewinnen, um da entsprechend einen Sieger zu ermitteln. Das ist das Laden des Spiels. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht, die Zeichnung hier. Und hier kann man die einzelnen Strafen oder die Handhaltungen der Schiedsrichter. Die Handbewegung der Schiedsrichter, damit man erkennt, was... Obwohl man den, glaube ich, im Spiel gar nicht sieht, den Schiedsrichter, oder? Fährt er mit auf den... Ich habe es gar nicht darauf geachtet. Müssen wir darauf achten, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich glaube, das ist so allgemein vielleicht einfach auch mal gedacht. Ja, aber finde ich trotzdem sehr nett, dass man hier das mal gezeigt kriegt, für die Leute, die vielleicht jetzt auch Lust kriegen, dann so ein Spiel, sich auch mal so ein Spiel selbst anzugucken, im Fernsehen oder irgendwas, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr wissen. Ne? Mhm. Genau, auch hier zu den Strafen nochmal hier, was Icing ist, was Abseits ist und hier nochmal über die Spielerwechsel, Line-Changing. Genau, hier nochmal ein paar Tipps und Tricks und die obligatorischen Notizseiten wieder. Sehr viele Notizseiten, muss ich sagen. Ja. Kannst du zu jedem Team dann Notizen machen, wie gut der Torhüter ist? Ja. Oder wie schlecht der Torhüter ist. Oder wie schlecht. Ja, wer das Spiel heute haben möchte, der muss gar nicht so viel Geld ausgeben. Das lose Modul kriegt man tatsächlich so für einen Fünfer schon. Das ist durchaus, kann man das mal ausgeben eigentlich, ne? Wer Hockey-Fan ist oder generell Sportspiel-Fan. Ja. Und der in Komplettzustand hier für das Spiel müsste so an die 30 Euro Pi mal Daumen bezahlen. Ne? Je nachdem, Verpackung, Anleitung dabei oder nicht oder beziehungsweise Zustand auch immer so ein bisschen. Ne? Gut, dann so heiß wie uns ist, begeben wir uns jetzt endlich mal aufs Eis. Zum Abkühlen. Zum Abkühlen und spielen jetzt mal für euch Super Hockey. Bis gleich. Ich nehme mal von dem, wo Reset draufsteht. Hat funktioniert. Nintendo Presents war auch die richtige Konsole. Wahnsinn. So, hier werden wir schon eingegroovt mit einer coolen Animation. Ja, welches Team könnte es sein? Ach, also das Rote. Das Rote ist sehr wahrscheinlich die Montreal. Zieht sich ja durch jetzt. Genau. Wie sind sie jetzt? Habe ich sie wieder vergessen. Montreal, was sind die Montreals? Ach, Canadiens. Ah, guck mal. Es ist erst ein paar Minuten her, dass wir die Moderation aufgenommen haben, aber ist in Ordnung. Genau. Ja, und hier seht ihr schon das richtig coole, wie das Ganze hier funktioniert mit Mode 7, aber das wollen wir uns natürlich im Spiel jetzt anschauen. So, genau. Wir haben hier, wie gesagt, die Exhibition, also ein einzelnes Spiel, Season Play, wie gesagt, mit der ganzen Serie, 84 Spiele werden es hier an der Zahl, Best of 7 und dann gucken wir einmal kurz unten noch in die Game Options. Ich wollte gerade sagen, Kevin, mach mal, du hast die Controller 1, aber ich habe ja den Controller 1. Ich habe hier nie die Macht. So, Penalties machen wir all on. Also, bitte was? Penalties? Du hast Penalties. Das klang irgendwie komisch. Vielleicht habe ich auch was an Ohren. Aber ja, machen wir an. Penalties machen wir alle auch an. Das war, ne? So, Line Change machen wir auch. Genau, und Period Length 5 Minuten. Das ist das Niedrigste, glaube ich, gell? Das ist das Niedrigste. 20, 10. Ich glaube 12. Ja, ich denke, da wir ja mal ein Spiel gegeneinander und eins gegen den Computer zeigen wollten, reicht 5 Minuten. Ja. Denke. Wir wollen es ja auch nur mal zeigen. Also es geht jetzt nicht darum, wie toll wir es irgendwie spielen können. Genau. So, dann sagen wir Exhibition. Bist du zuerst gegen Zeit? Okay. Nee, wir machen erstmal zwei Spieler spielen. Play Level Amateur Pro Regular ist jetzt für uns beide relativ uninteressant, weil wir spielen ja eh gegeneinander. Da geht es ja nach dem Skill dem nicht vorhandenen Skill unserer beiden Spieler, die hier sitzen. Ja, das würde ich so nicht sagen, aber es dem nicht vorhandenen Skill eines der beiden Spieler. Nein, die hier das würdest du auch nicht sagen. So, und dann könnt ihr hier auswählen zwischen 4 Kategorien, würde ich mal sagen. Mhm. USA, Kanada, Western, Northern. Bei der Western haben wir dann so Teams wie Madrid, ist ganz klar. Spanien, Eishockey, wer verbindet es nicht? Natürlich. Aber gibt's auch. Alles ist ja auch richtig. Aber ist halt, die Auswahl ist, ja, okay. Also hier sind das die Toronto Rams. Ja, und wie ist es die denn Montreal echt? Guardians. Ja. Oh, jetzt kommt's. Also Rams ist normalerweise ein Football-Team, was jetzt im Moment in L.A. beheimatet ist. Okay. Toronto, hat man ja gesagt, ist ja auch war ja auch falsch auf dem Cup verewigt. Genau. Montreal Canadiens hat man gesagt. Ja. Quebec. Ja, die gibt es nicht mehr. Das wäre nicht mehr. Okay. Nordiques waren das quasi. Ja, okay. Sind jetzt die Colorado Avalanche. Colorado Avalanche, der Rekordmeister. Nee, der aktuelle Meister. Der aktuelle Meister, so rum war es, genau. Genau. Vancouver Thunder. Vancouver gibt es noch? Mhm. Als? Canucks. Ah ja, okay. Ach, die mit dem komischen Namen, ich erinnere mich. Jedes Mal, ja. So, Calgary Peaks. Ich kenne nur die Calgary Hitmen. Das war das Team von Bad. Ja, ist ein Juniorenteam, das stimmt. Flames. Flames. Flammen, okay. Ja.
Winnipeg Winners, das waren mal, oder sind die Winnipeg Jets? Genau, wobei eigentlich auch Winnipeg hier falsch geschrieben ist. Ja, wahrscheinlich, weil Winnipeg allein auch schon ein geschützter Name ist. Vielleicht, ja, aber genau, wenn die Jets, genau, ja. Genau, ich nehme die auf jeden Fall jetzt mal, die Winnipeg Winners. Genau, ich nehme mal die Madrid Bulls. Sehr schön. Allein wegen dem Logo. Ja, das ist natürlich sehr schade, dass hier keine Lizenzen irgendwie für die europäischen Ich muss gerade noch überlegen, wie die Steuerung ist, ne?